So, liebe Freunde, jetzt wird es auch wieder ein bisschen lauter bei uns und ein bisschen gemütlicher. Ich würde sagen, also wir hatten letzte Woche eine SPD-Abgeordnete, die hat den Gastwirt in Wetter bedroht, dass er die Veranstaltung abgesagt hat. Und hier haben wir Personen, die wollen die Meinung von anderen Leuten nicht mehr akzeptieren. Und ich würde sagen, die Beatrix von Storch stand in der Zeitung schon mal drin, weil sie ein Herzchen gemacht hat in Richtung Demonstranten am nächsten Tag. Und das hieß, AfD provoziert mit Herzchen. Ich würde sagen, alle einmal Herz statt Hetze in diese Richtung, bitte einmal. Einmal. Herz statt Hetze! Herz statt Hetze, liebe Kollegen von der Antifa! Herz statt Hetze, das ist unser Motto hier, denn wir sind die Demokratie hier und ihr seid die Demokratie. Feinde, meine Damen und Herren! Und meine Damen und Herren, was wir brauchen, das sind Fachkräfte, die hier arbeiten und unser Sozialsystem entlasten. Doch die kommen eben nicht, diese Fachkräfte. Nach Deutschland kommen Menschen, die im überwiegenden Fall unsere Sozialsysteme belasten, meine Damen und Herren, statt diese zu entlasten. Menschen, die vor Armut fliehen, Menschen, die hier viel gewinnen können, die wir mit unserem Sozialsystem anlocken. Ein Pull-Effekt, ein Unlock-Effekt, den wir dort haben. Und wenn wir mit diesen Pull-Effekten weitermachen, dann bleibt es auch so, weil, das ist doch ganz klar, die bleiben doch nicht in Polen, die bleiben doch nicht in Ungarn, die bleiben doch nicht in Griechenland, weil sie da in Schutz sind. Nein, sie reisen weiter, weil wir hier die höchsten Sozialleistungen haben, meine Damen und Herren. Und solange das so bleibt, werden diese Menschen immer weiter auf uns zukommen, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir diese Lockangebote endlich beenden. Und dass diese sogenannten Flüchtlinge in unsere Sozialsysteme einwandern, das kann man ganz eindrucksvoll an den Zahlen festmachen, meine Damen und Herren. ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Zum Beispiel anhand der Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquote liegt in Deutschland über Ausländer und Deutsche gemittelt bei 5,7%. Wenn man nur die Ausländer nimmt, sind wir bei 15%, meine Damen und Herren. Und bei Flüchtlingen haben wir eine Arbeitslosenquote. Und da werden nur die Leute gezählt, die auch arbeiten dürfen, die auch arbeiten können. Eine Arbeitslosenquote von 45%, meine Damen und Herren, fast 10-mal so viel wie bei den deutschen Arbeitnehmern, meine Damen und Herren. Und das zeigt sich, das ist keine Entlastung für unsere Sozialsysteme, sondern eine Belastung. Nach über 6 Jahren arbeiten also fast die Hälfte dieser Personen nicht und können nicht den Lebensunterhalt für die Familien verdienen. Und wer diese Daten und Zahlen und Fakten anspricht in Deutschland, der wird als Rassist beschimpft, der wird als Nazi beschimpft, meine Damen und Herren. Das sind diese Wahrheitsleugner dort hinten. Doch die Wahrheit wird am Ende siegen, liebe Freunde. Und wir stehen hier für die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, meine Damen und Herren. Aber ob die Flüchtlinge arbeiten oder nicht, ist letztendlich völlig egal. Denn jeder, der hier Asyl ruft in Deutschland, der darf bleiben. Formal, also wir hatten mal, vor Merkel hatten wir eine Ablehnungsquote von 90%. Dann wurden die Gesetze alle wischiwaschi gemacht. Aber trotz dieser wischiwaschi Gesetze werden noch die Hälfte der Asylbewerber abgelehnt, beziehungsweise deren Asylantrag wird eingestellt. Aber die 50% gehen nicht. Es gehen null, es bleiben 100%. Aber natürlich sind das immer ungünstige Auflagen, die haben Wohnsitzauflagen etc. Und das wollen die anderen Parteien ändern. Deswegen wollen sie es einfacher machen, bequemer machen. Das Ganze nennt sich Chancenaufenthaltsrecht. Und nach diesem Chancenaufenthaltsrecht darf jeder nochmal zusätzliche 18 Monate hierbleiben, kriegt einen besonderen Aufenthaltstitel, darf in die Sozialkassen greifen etc. Wer schon 5 Jahre lang hier war, nicht allzu straffällig, also sie dürfen schon auch straffällig werden, aber nur mit kleineren Straftaten. Und wer nicht dauerhaft bei seiner Identität lügt, meine Damen und Herren. Also etwas lügen, wenn sie damit aufhören, das ist okay. Das reicht schon hier, um ein zusätzliches Bleiberecht zu bekommen. Und meine Damen und Herren, das gilt für gut integrierte Asylbewerber schon nach 3 Jahren. Und wissen Sie, was gut integriert heißt? Wenn Sie die Miete verdienen plus die Hälfte von Hartz IV. Das heißt, das ist ein gut integrierter Flüchtling, meine Damen und Herren. Und dann darf er nach 3 Jahren schon
voll in unsere Sozialsysteme hinein. Abschieben wird damit nicht mehr möglich. Selbst Vergewaltiger werden nicht mehr abgeschoben, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir als Alternative sagen, wer unser Gastrecht missbraucht, der fliegt, meine Damen und Herren, denn das schützt unsere Bevölkerung, das schützt die Deutschen und das schützt auch die integrierten Ausländer. Die wollen nämlich auch nicht mit denen auf eine Stufe gestellt werden. Doch das Gegenteil, das passiert, es wird so gut wie keiner abgeschoben, fast alle bleiben. Und die, die bleiben, die brauchen natürlich eine Wohnung. Die brauchen auch eine Betreuung. Da gibt es dann den Sprachkurs, da gibt es den Integrationskurs, da gibt es dann den Trommelkurs für Flüchtlinge, wie zum Beispiel bei uns in Bochum, meine Damen und Herren. Und diese ganzen Leistungen, die müssen Sie als Bürger zahlen. Die müssen Sie als Steuerzahler zahlen, meine Damen und Herren. Und da müssen wir ran, das müssen wir stoppen. Und wissen Sie, das mit der Leistung ist ja so eine Sache. Die Flüchtlinge, ist völlig okay, dass sie hinkommen aus deren Sicht. Wir schenken denen ja alles, also warum sollten wir es nicht machen? Sie bekommen eine Leistung, aber irgendjemand muss ja diese Leistung erbringen. Da gibt es eine Gruppe von Profiteuren in Deutschland, die macht das nicht kostenlos. Und zu dieser Gruppe gehören auch viele dieser sogenannten NGOs, die von unserem Steuerzahlergeld durchgefüttert wird, meine Damen und Herren. Denn es sind nicht die Schlepper, es sind nicht die Ausbeuter, die Frauen dann später in den Freudenhäuser arbeiten lassen, um ihre Überfahrt zu bezahlen. Es ist nicht die Mafia, die dann die Flüchtlinge hier als Drogenkurier, als Drogenverkäufer missbrauchen, meine Damen und Herren. Nein, nicht nur diese Verbrecher verdienen an den Flüchtlingen. Das große Problem, das ist die deutsche Asylindustrie. Das sind diejenigen, die sich seit Jahren eine goldene Nase an den Flüchtlingen verdienen, meine Damen und Herren. Das sind zum einen die Sozialverbände wie Caritas oder Diakonie, also in der Regel alles SPD- oder CDU-Betriebe. Das sind aber auch die Vermieter, meine Damen und Herren. Die vermieten hier nicht für 10 Euro an die schon hier länger hier Lebenden, meine Damen und Herren, denn Sie werden das alles in den nicht öffentlichen Teil der Städten mitkriegen. Diese edlen, moralisch erhabenen Vermieter vermieten nicht für 5 Euro, nicht für 10 Euro, sondern für 15 oder 20 Euro an die Stadt, die wiederum dann an die Flüchtlinge dort vermietet, meine Damen und Herren. Und sie vermieten das risikolos, denn wenn irgendwelche Schäden entstehen, dann zahlen sie als Steuerzahler dafür, denn die Stadt übernimmt dafür die Haftung. Und deswegen, meine Damen und Herren, die wahren Verbrecher, das sind nicht die Schlepper im Ausland. Die wahren Verbrecher sitzen hier bei uns in Deutschland und schröpfen das Geld unserer Bürger. Die wahren Verbrecher sitzen in der Flüchtlingsindustrie und in unserer Regierung und lassen unsere Bevölkerung ausbluten, meine Damen und Herren. Und es wird Zeit, dass wir für unser Land kämpfen und uns endlich gegen diese Flüchtlingsindustrie wehren. Wir wollen, dass unsere Bevölkerung über die schmutzigen Deals, die da bei den Mietverträgen gemacht werden, erfahren und dass das offengelegt wird, was da in den nicht öffentlichen Teilen immer besprochen wird. Wir wollen wissen, wie viel die Flüchtlingskosten wirklich sind, ob es die Trommelkurse sind oder die Bewachungskosten bei den Flüchtlingsheimen. Wir wollen, dass unsere Bevölkerung, und das ist das Wichtigste, unsere Bevölkerung muss mitentscheiden dürfen. Wir wollen, und dafür haben wir jetzt einen Antrag im Landtag NRW gestellt in der nächsten Woche, wir wollen, dass bei jeder größeren Flüchtlingsunterkunft ein Bürgerentscheid stattfindet in dem entsprechenden Stadtteil, meine Damen und Herren. Denn egal, ob in Düsseldorf oder in Gladbeck, wir wollen, dass die Macht wieder beim Volk liegt, meine Damen und Herren. Wissen Sie, das Problem ist nicht der einzelne Flüchtling. Ich gönne es jedem, der hier nach Deutschland kommt und ein besseres Leben hat. Aber das Problem ist, dass aus einem Flüchtling 10 Flüchtlinge werden, dass aus 10 Flüchtlingen 100 Flüchtlinge werden und dass aus 100 Flüchtlingen dann am Ende 100.000 Flüchtlinge werden, meine Damen und Herren. Und so wandern jetzt aktuell jedes Jahr 100.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Keiner bremst das Ganze und alle denken, wir hätten unglaubliche Ressourcen. Ich war heute in Bochum, unser Infostand wurde von 40 Antifanten von Omas gegen rechts belagert und umzingelt. Und die glauben alle, dass das Geld aus dem Geldautomaten kommt, dass wir genügend hätten. Aber meine Damen und Herren, das ist nicht der Fall. Wir
müssen an unsere eigenen Bürger zuerst denken, meine Damen und Herren. Wir haben keine unendlich vielen Wohnungen, wir haben Wohnungsmangel. Versuchen Sie doch mal in NRW in einer Großstadt eine Wohnung zu bekommen. Wenn Sie einen Arbeitsplatz wechseln oder wenn Sie zusammenziehen als junges Pärchen, Sie bekommen schlichtweg keine bezahlbaren Wohnungen mehr. Denn, und das ist es so, der größte, derjenige, der diese Wohnung als erstes anmietet, das ist die Stadt, die aktuell alles, was an Wohnungen auf dem Markt ist für Flüchtlinge, wegmietet, meine Damen und Herren. Und deshalb kommen Sie so gut wie gar nicht mehr an Wohnungen ran. Und wir sind so weit, dass wir in Berlin inzwischen Pflegebedürftige aus den Altenheimen rausschmeißen, um dort Flüchtlinge einzuquartieren, meine Damen und Herren. Das ist eine kirchliche Einrichtung, die das gemacht hat. Sie sollte sich schämen, die Kirche, dass sie so gegen unsere eigene Bevölkerung arbeitet. Meine Damen und Herren, unsere Regierung hat für ihre Hypermoral unsere eigene Bevölkerung verraten und das muss aufhören. Aber es sind nicht nur die Wohnungen. Alle, die hier hinkommen, brauchen auch ansonsten Platz. Die kommen mit ihren Kindern oder gebären ihr Kinder, das heißt, sie brauchen Plätze in den Kindergärten, sie brauchen Plätze in den Schulen. Und wir haben als AfD gesagt, wir wollen kleine Schulklassen haben, damit die eine gute Betreuung bekommen. Wir wollen Schulklassen in der Größe von 50 bis 20 Kinder haben. Aber was haben wir aktuell? Wir haben Schulklassen von 30 Kindern und das ist nicht akzeptabel. Und dieses Land ist einfach nicht auf diese millionenfache Zuwanderung vorbereitet. Und es wandern ja nicht dann automatisch mit den Personen Lehrer ein und Ärzte ein und Erzieher ein, meine Damen und Herren. Wobei wir bei den Ärzten sagen müssen, wenn wir die ausländische Zuwanderung bei den Ärzten nicht hätten, dann könnten wir praktisch jedes zweite Krankenhaus zumachen. Denn das große Problem ist ja nicht nur, dass sehr viele Leute hier einwandern in Deutschland und mehr Bedarf für Sozialleistungen haben. Nein, wir haben das Problem, dass viele deutsche Ärzte und auch viele Fachkräfte ins Ausland abwandern. Im letzten Jahr sind 268.000 deutsche Bürger aus Deutschland abgewandert, meine Damen und Herren. Die verlassen unser Land und lassen uns im Stich und wir als Alternative, wir wandern nicht aus, wir bleiben hier, wir kämpfen für unser Volk und bleiben, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, unser Land wird von unserer Regierung Stück für Stück zerstört. Ob es aus moralischer Überheblichkeit, also aus einem Weltrettungsgehen geschieht oder ob aus Berechnung oder schlicht einfach aus Dummheit, es ist egal. Solange diese Regenbogenregierung an der Macht ist, wird unsere Bevölkerung weiter ausbluten. Und genau deshalb stehen wir hier. Wir kämpfen für unsere Bevölkerung gemeinsam und für Freiheit, Wohlstand und Vernunft. Vielen Dank. Bravo.